Ayyam al-Ashr, was wir sagen, die 10 Tage von dem Monat Dhul-Hijjah. Was bei Allah Azza wa Jalla diese 10 Tage die besten Tage sind für die Anbetung. Die gewaltigste Belohnung gibt es im Jahr in diesen Tagen. Und dass zu Allah Azza wa Jalla diese Tage, was der Diener tut von Gehorsamkeiten, von Anbetungen und gute Werke, werden in diesem Tag am meisten belohnt. Darüber gibt es viele Überlieferungen, was von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu und andere Überlieferungen vorhanden ist, als der Gesandte alayhi salatu wassalam gesagt hat, es gibt bei Allah keine lieberen Taten, was in diesen 10 Tagen gemacht wird. Und Dhul-Hijjah ist nochmal was ganz Besonderes, meine lieben Geschwister. Dhul-Hijjah ist nochmal was ganz Besonderes, weil in diesem Monat befinden sich die besten 10 Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Die besten 10 Tage überhaupt. Die ersten 10 von Dhul-Hijjah sind die besten 10 Tage überhaupt. Ja, und deswegen sagen die Gelehrten, dass die 10 Tage von Dhul-Hijjah sogar besser, wertvoller und heiliger sind, ja, als die letzten 10 Nächte, als die letzten 10 Tage von Ramadan. Bei den 10 Tagen von Dhul-Hijjah sind alle 10 Tage, meine lieben Geschwister, was Besonderes. Sind heilig und haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala, und das sind die besten 10 Tage im Jahr. Überhaupt. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört mit diesen 10 Tagen. Er sagt, wal fajr wa layalin ashr. Diese 10 Tage, liebe Geschwister, über diese 10 Tage sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith, den Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert hat. Er sagte, es gibt keine Tage, an denen Allah die Taten so viel vervielfacht, wie in diesen 10 Tagen. Ja? Es gibt keine Tage, an denen Allah die Taten so sehr liebt, wie in diesen 10 Tagen. Diesen gewaltigen Tag. Subhanallah. Ja, also ganz, ganz gewaltige Tage, liebe Geschwister. Diese 10 Tage, an diesen Tagen müssen wir uns alle, wirklich allesamt anstrengen und wie im Ramadan uns zusammenreißen, versuchen, Tauba zu machen, Istighfar zu machen, versuchen, zu Allah zurückzukehren, versuchen, viel Ibadah zu machen, dass wir viel Koran lesen. Ja, nimm dir vor, viel Koran zu lesen. Nimm dir vor, jeden Tag eine Summe zu spenden. Ganz besonders auch den 9. Tag. Den Tag von Arafah und auch den Tag von Eid. Ja? Nehmt euch vor, viel Allah zu gedenken, diese Takbirat und Tahlilat und Tahmidat zu machen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Sagt das, wiederholt das, jeden Tag, diese 10 Tage durchgehend, liebe Geschwister. Ja, jeden Tag durchgehen, egal wie, egal wo, egal wann. Ja, wenn ihr im Bett liegt, wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr gerade in der Küche seid. Ja, diese immer wieder Allah zu gedenken mit diesen Duas, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, oder allgemeine Duas. Ja, allgemein viel Istighfar zu machen, viel Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar zu sagen. Ja, denkt daran, viel davon zu machen. Denkt daran, versucht jeden Tag etwas zu spenden, in eine Spendenbox zu Geld reinzuwerfen. Oder. Denn in diesen Tagen gibt es sogar der Tag von Arafat, der 9. Dhul-Hijjah ist das. Wer an dem Tag fastet, ihm wird 2 Jahre Sünden vergeben. Ein Jahr, was in Vergangenheit war, und ein Jahr, was in Zukunft passieren wird. Und auch, es gibt auch andere Arten. Nummer 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, in Yom Arafah, the best dua, was we machen, du sagst, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk, wa alhamdulillah ala kulli shay'in qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, in diesem, also wegen dieser Hadith, khayru ma qultu ana, والانبياء اجمعين ذكرها also beste dua was ich und andere Propheten gesagt haben diese dua warum لانه dua شامل ein kompletter
دعاء قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Du kannst auch diesen 10 Tagen auch sagen.